Moin Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Wir haben den Sprint in der letzten Folge erlernt und müssen jetzt hier durch diese Steine durch. Und mit dieser Fähigkeit können wir auch in der Luft sprinten, um größere Distanzen zu überbrücken. Da freue ich mich. Ach du Scheiße. Was? Also, Leute, jetzt bin ich hier aber in der Zwickmühle. Jetzt bin ich hier aber in der Zwickmühle, also... So, du bist schon mal tot, gibst mir eine Lebenszelle. Und jetzt kümmern wir uns um dich, kleine Eidechse. So. Boah, geil, wir sind schon wieder... Es ist einfach so ein geiles Feeling in diesem Game. Ja. Dass man einfach mit jeder Fähigkeit sich so viel stärker fühlt. Und klar, die Umgebungen sind natürlich auch sehr gut darauf ausgelegt, dass man sich stärker fühlt, dass man halt die auch direkt nutzen muss. Ist das hier das Richtige, was ich hier mache? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir da oben rechts hin? Wahrscheinlich, ne? Hier ist der... Oh, da unten ist wieder so ein komischer Hirschkäfer. Ich könnte mir vorstellen, hier dran, dann an diese Liane. Yes, baby. Und hier, okay, 50 Geisterlicht gab es hier in der Ecke. Okay. Nimmt man natürlich mit. Ist ja die Währung. Geisterlicht ist die Währung hier im zweiten Teil von Ori. Und gleich im, wie im ersten Teil. Oh no, jetzt bin ich auch gestorben. Das gibt's doch nicht. Haben wir denn das Geisterlicht jetzt noch? Ja, das behält man. Okay, immerhin. Okay, eingesammelte Gegenstände behält man, Gott sei Dank. Und der Spielstand wird sozusagen nicht komplett wieder nach hinten gelegt. Was ich eben sagen wollte, um den Gedanken noch zu beenden. Wir haben im zweiten Teil hier von Ori, können wir mit Geisterlicht irgendwelche Geistersplitter kaufen. Das ist Währung, um Karten zu kaufen. Man kann Geistersplitter verbessern. Also es ist mehr so eine Allround-Währung geworden, sage ich mal. Und nicht mehr einzig und allein nur um sich aufzuleveln. Sondern noch um einiges noch on top zu machen. Okay, hier unten war der Sprint. Na komm schon, ja. Das heißt, wir können jetzt eigentlich, wir können uns dieses Geisterlicht hier holen. Und können dann hier vorrücken, ne? Zum Start der Geisterprüfung. Ah, hier ist nochmal so ein komischer... Ich weiß es gar nicht. Skorpion. Eichhörnchen. Oh, dieser Moskito. Den kann ich am wenigsten leiden, muss ich ehrlich sagen. Den kann man auch, wenn man den trifft, irgendwie nicht so richtig... Der führt trotzdem seinen Angriff weiter aus. Manche bleiben ja dann so kurz vielleicht so ein bisschen gestuckt oder so, aber der greift trotzdem an. Auch wenn man selber gerade noch in der Kombination drin steckt. Oh, das ist auch... Das war ein tightes, das war irgendwie eng hier, ja. Naja, aber das... Wir hätten auch gar nicht zurückgekommen, ne? Ohne den Sprint. Wir hätten diese ganzen Manöver hier gar nicht geschafft von der Distanz her. So, und jetzt lösen wir dich kurz aus. Nee. Müssen wir an dir vorbeispringen? Ja, müssen wir. 50 Geisterlicht, okay. Ja, mit dem Sprint werden wir ja sicherlich... einige coole Locations wieder antreffen, ne? Bin ich von überzeugt. Hier müssen wir hoch. Ja, man ist schon wieder viel mobiler und schneller. Es ist so gut umgesetzt auch. Das Movement. Jetzt können wir auch zu Lupo. Pass auf. Jetzt müssen wir doch hier hin können. Yes, baby. Lupo, grüß dich. Wir sind's wieder. Hallöchen. Willkommen in Quoloks Tal. Hier sind wir nun im Revier des großen Quolok, Wächter des Sumpflands. Ja, dank seiner Fürsorge haben sich die Dinge hier kaum verändert, seit der Verfall das Land befiel. Möchtest du eine Karte dieses Wohnsitzes, das Wohnsitz der großen Kröte, für 100 Geisterlicht erstehen? Okay, Quolok ist eine Kröte. Verbindlichsten Dank. Ja klar will ich die kaufen, also ich bitte dich. Jede Information ist Gold wert hier in dem Spiel. Dann zeig mal her. Ah ja. Ah ja. Okay. Ah, da oben ist ein... Upsa. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen in der Karte bleiben, genau. Okay, da ist auf jeden Fall das Geisterportal zum Teleportieren. Da scheint ein Moki zu sein. Hier ist die Geisterprüfung, wo wir gleich hingehen werden.
Zerstörbarer Boden, Stammbaum. Und dann müssen wir, machen wir erstmal die Geisterprüfung, was auch immer das dann ist. Und können dann hier unser Quest weiterverfolgen. Und treffen hier in diesem größeren Raum dann wahrscheinlich auf Quolok, die Sumpfkröte. Oh. Wie hochfrequentiert schießt der bitte? Jetzt müssen wir hier hoch, ne? Sehe ich das richtig? Wie kommen wir denn da hoch? Das hier ist ein No, erstmal zwei Mücken. Weg. So, jetzt können wir wahrscheinlich hier mit dem Trampolin da dran. Oh. Können wir den nicht eigentlich auch abschießen? Macht nur 4 Schaden. Das ist ja wenig. Und es kostet Energie. Nur 4 Schaden? Bitter. Was ist das schon wieder hier? Ein Hornkäfer. Man muss in der. Ah ja, man muss erst mit dieser mächtigen Keule seinen Panzer kaputt machen, bevor man ihm Schaden machen kann. Ich frage mich, was hier wäre, wenn ich diesen Geisterschlag noch nicht gelernt hätte. Hätte ich ja gar keine Chance gehabt gegen den, oder? Ja, da oben ist definitiv. Dann jetzt die Geisterprüfung. Hier müssen wir wahrscheinlich unten drunter. Denke ich mal. Hier müssen wir, während wir an der Wand sind. Ein Hit reicht, ne? Ich würde den aber gern besiegen, weil ich wow, das Geisterlicht gerne hätte. Oh, er gibt Leben und Energie und Geisterlicht. Das hat sich doch gelohnt. Hier können wir nicht durch. Und hier ist wahrscheinlich der Start. Was ist das denn? Yes, Baby, hier noch ein schönes Fragment einer Lebenszelle. Okay, bevor wir diese Prüfung hier starten, drücke X, um eine Geisterprüfung durchzuführen. Jo, wie geil ist das denn? Alles klar. Was genau eine Geisterprüfung ist, wie die aussehen wird und wie wir uns da drin schlagen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Geiler Cliffhanger, oder? Bis gleich.